Ja, hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zum heutigen Spiel. Heute spielen wir das Spiel Melter. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Jo Leute, und damit herzlich willkommen zurück, ne, zu Melter. Ja, ich weiß noch nicht ganz genau, wie das bei euch jetzt angekommen ist, der erste Part, weil ich das hier ein bisschen nach dem ersten Part aufnehme, so ein paar Tage später. Also, aber immer noch vor dem Tag, wo ich das hier veröffentliche. Also den ersten Part veröffentlicht habe. Ja. Ich hatte Bock weiterzuspielen noch ein paar Tagen. Ah, Gumbor, da kommen Erinnerungen hoch. Eins war ja ein Trainingsgebiet für die Gurabi-Armee. Das meiste bestand aus diesen kleinen Kerlchen. Dem Bloxis, ach was auch immer. Oh, wir haben Glück. Sieht so aus, als gäbe es noch einige von ihnen. Lass sie uns mit einem freundlichen Smelter-Hallo begrüßen. Wir müssen auch den Gurabi-Doma-Stein finden, der hier irgendwo sein sollte. Ich soll sie wahrscheinlich einfach treten, oder? Ja, einfach treten. Ah, genau, Brennöfen. Alle Gebiete haben Brennöfen und wenn ich ihre Kraft absorbiere, bin ich in der Lage, noch mehr auszurichten. Schwimm mal rauf und sieh, was passiert. Okay. Mach dich bereit! Krieg ich eine neue Fähigkeit? Yeah! Bam, spürst du das? Die Kraft des Brennöfens strömt durch mich und macht dich härter und stärker. Lass uns nach weiteren Brennöfen Ausschau halten. Während wir auf der Suche nach den Steinen sind. Dem nächsten, den wir sehen, verpassen wir einen Wischiwatsch. Irgendwas sagt mir, dass wir jetzt härtere Hiebe austeilen können. Ja, neuer Skill freigeschaltet. Terraschlag, Gesichtsmodellierer und Aufwärtshaken. Okay, jetzt kann ich nach oben schlagen. Aufwärtshaken. Jetzt habe ich auch eine Combo-Attacke. Und ich kann so einen Schlag nach unten machen. Warte. Ja, ich sehe die Combo. Okay. Das war nicht das, was ich vorhatte. Ich bin nicht so geistig verwirrt, Leute. Nein. Das Spiel hat doch noch gar nicht angefangen. Was bringt der Terrorschlag genau genommen? Das steht doch bei den Skills bei. Aus irgendeinem Grund hat er gerade nur nach unten gedrückt. Nach unten halten und Y. Okay. Ansonsten hat das auch mal keine... Hä? Kann ich die kontrollieren? Oder was habe ich mit dem gemacht? Irgendwas habe ich mit dem gemacht. Okay. Nachdem geklärt wurde, was auch immer da hinten passiert ist... Will ich jetzt erstmal den davon dreschen. Wird wohl nix. Zack. Hier rüber. Wie habe ich das gerade eben mit dem einen gemacht? Genau. Wollte gerade sagen, genau so muss es machen. Zu mir runterkommen. Nicht um die Steine. Was haben wir hier? Wieder eine Speicherfunktion. Oder komme ich hier einfach nur wieder? Ah, ich kann die Dinger packen. Dann bleiben die in der Luft hängen. Okay, praktisch. Ach ja, so war das. Jetzt erinnere ich mich. Packen. So, jetzt habe ich es genutzt.
Ja. Ich habe einen Stein eingesammelt. Du hast einen Apfelkern gefunden. Sammel Apfelkerne und verwende sie, um Smelters Herz abzugraden und zusätzliche Boni für sein Reich und Strukturen-Upgrade zu erhalten. Okay. Kann ich das wieder in der Luft eigentlich grabben? Nö. Das Ding ist unsterblich. Und ich habe nichts Besseres zu tun, als reinzuspringen. So. Hier hoch. Warte mal, da kann ich doch bestimmt mich durchbacken. Hier oben ist doch bestimmt was. Hier hat sich auf jeden Fall eine Tür geöffnet. Was finden wir hier? Ein Geheimlevel. Lass dich nicht töten. Ich bin gut. Ich darf die Dinger nicht berühren. Komm, ich schaff das. So. Gleich habe ich es geschafft. Ich habe eine Herausforderung gemeistert in 33 Sekunden. Ich will nicht wissen, wie viele von euch besser darin waren. Na, wenn das nicht die strahlendste Münze ist, die ich jemals gesehen habe. Ach, weißt du was? Ihr könnt diese Dinger aber speziell in Brennöfen einsetzen, die in den drei Gebieten der grünen Lande verstreut sind. Wenn wir sie den dämlichen Schmiedgöttern darbringen, wird unsere Flutschipups noch stärker. Wie beim ersten Teil. Ist dir nichts Besseres eingefallen? Durch die Aktivierung verschiedener Brennöfen können wir noch viel coolere Sachen machen. Und das bedeutet mehr Kraft für mich. Was später sehr nützlich sein wird. Lass uns später mal einen Brennofen vorbeischauen und sehen, was wir damit tun können. Okay, ich will die Herausforderung machen, weil ich diese komischen Münzen haben will, wovon es hier offenbar nur eine gibt. Aber wenn ich sehe, dass es diese Bereiche gibt... Ach nee, hier gibt es drei. Das habe ich wieder prima gemacht. Ein Brennofen. Und noch einer. Kriege ich jetzt noch mehr Skills? Ich habe das Gefühl, naja, dass du jetzt beschwingter bist. Lass uns sehen, ob du zu dem Vorsprung hinausspringen kannst. Wandgriff habe ich jetzt gelernt. Okay. Das ist der Kraftsprung. Und ich kann jetzt an der Wand innehalten. So. Kraftsprung. Mache ich das andere? Oh, da ist der Endboss. Töte mich nicht. Okay, besiegt. Ich habe einen weiteren Kern gesammelt. Töten. Mwahaha. Wie halte ich denn an der Wand mich fest? Warum, ich glaube, mein Controller ist ein bisschen verbuggt. Er wäre ein Wandgleiten. Ah, jetzt kann ich mich festhalten. Okay, jetzt habe ich es endlich begriffen. Nachdem ich mal gelesen habe.
Dieser Faust bringt gegen Gegner überhaupt nichts. Heil mich. Zack, der ist weg. War da irgendwas drin? Die sind offenbar nur Deko. Deswegen werden sie zerstört. Hier ist bestimmt wieder so ein Rätselteil irgendwo versteckt. Zack. Das Ding ist kaputt. Ah, wenn manchmal hat man offenbar Glück und die haben diesen Status, dann kann ich von denen Sachen kriegen. Jetzt weiß ich endlich, was das bringt. So, den Kristall kann man nicht kaputt machen. Oh, den kann man kaputt machen. Hier brauche ich diesen Kraftsprung. So. Das Ding hole ich mir. Stimmt, ist hier rechts so ein Rätselteil, also eine Herausforderung. Ich wusste es. Ich bin allwissend. Lass mich raten. Lass dich nicht sehen. Okay. Ich muss mich so bewegen, dass die Biester mich nicht sehen. So, warten, bis er sie umdreht. Er hat sich umgedreht. So, ich habe es hier hingeschafft. Es hat gedauert, aber ich habe es geschafft. Frag mich nicht, wie viele Versuche das gebraucht hat. Das ist dumme ist halt, dass sie sich wirklich an jeder Wand festhält. Sobald man sie auch nur ansatzweise berührt. Das kann nützlich und nervig zugleich sein. So, einfach kaputt schlagen, ne? Ich will mir eine Plattform machen. Komm runter. Das ist wieder so ein nerviges Ding. Und noch ein Brennofen. Noch mehr Fähigkeiten. Yeah, hart wie Stein. Sieht so aus, als könnte der Stein, der meine Rüstung bedeckt, weiter verstärkt werden. Es wird mehr Gewicht auf uns lasten, aber es sollte uns auch bei der Abwehr nützlich sein. Ich bin überzeugt, dass sich uns eine Gelegenheit zum Testen bieten wird. Na dann, weiter geht's bei unserer Suche nach dem Doma-Steinen. Also jetzt kann ich mich verteidigen. Ah, Steinhardt. Und nochmal irgendeine Verteidigungstechnik. Dann kann ich mich so vorübergehend hart machen. Punkte. So, A gedrückt halten, dann kann ich hier durch. Und so kann ich dann hier durchwandern. Das will ich mitnehmen.
Stimmt, muss ich bei der nächsten Herausforderung diese Schildtechnik einsetzen. Her damit. Ah, okay, das passiert. Ich werde dann in diesen Stachel reingeschmissen. Das macht mich auch schwerer. Zack. So, hier will ich jetzt nicht hochgeschossen werden. So, durch. Ich kann mich durchbewegen. Den soll ich erst umbringen. Zack. So, einfach laufen. Warte mal, ich habe doch bestimmt wieder irgendwas verpasst. Den Tod habe ich nicht gemeint. So, der ist wieder weg. So, hier durchbewegen. Ich habe auch Madonix verpasst. Weitergehen. Als wäre nichts da. Hier ist es. Ich habe doch safe eine Herausforderung verpasst. Detektiv Kloss. Das ist also endlich geschafft. Schleich dich nicht so an. Willst du, dass ich einen Herzinfarkt bekomme? Wer zum Henker bist du? Derjenige, der dich die ganze Zeit beobachtet hat. Na, wenn das nicht unheimlich ist. Und außerdem beantwortet das nicht meine Frage. Tut's wirklich nicht. Du kannst mir deine Fragen später stellen. Ich weiß, dass du wegen den Gurabi-Doma-Steinen hier bist. Und ich werde dich nicht aufhalten. Triff mich draußen im Norden, wenn du fertig bist. Ich werde auf dich warten. Bis zum nächsten Mal. Ich habe safe irgendwo eine Herausforderung verpennt. Hä? Wie kann ihn dieses Seil überhaupt tragen? Das ist eine gute Frage, so groß wie der ist. Wie auch immer. Mit dem Stein werden wir uns auch außerhalb des Gurabi-Gebiets verwandeln können. Dadurch ergeben sich uns neue Möglichkeiten. Nicht schlecht, was? Lass ihn uns herausbrechen, damit wir ihn schnappen und abhauen können. Hab ihn. Das hat wohl etwas bewirkt. Lass uns abhauen und Kommandant Zimmer von den tollen Neuigkeiten berichten. Und sonst passiert dir nichts? Wo waren die dritte Herausforderung? Die habe ich überhaupt nicht gesehen. Oh, eine Zwischensequenz. Mein Herr. Ich bedauere euch, das mitteilen zu müssen. Gumbo ist von dem grünen Tier überrannt worden. Okay. Er ist also zurück. Okay. Ausgezeichnet. Die Herausforderungs-Obelix ist wohl wieder funktionstüchtig. Damit können wir zu allen bereits gefundenen Herausforderungen schnell reisen. Das bedeutet, dass wir nicht den gesamten zurückgehen müssen. Ziemlich praktisch, nicht wahr? Jo, in gewisser Weise. Ich speichere hier auf jeden Fall jetzt einmal. Puh, wir haben es ohne größere Probleme hinaus geschafft.
Wir haben sogar den Dolmerstein ergattert. Gar nicht mal so schlecht. Willkommen zurück, eure Gewöhnlichkeit. Kommandantin, ich bin mit einem Gurabi-Domerstein zurückgekehrt. Ich glaube, hier ist eine Gratulation angebracht. Glückwunsch, mein Herr. Ach, zu freundlich. Ich habe auch Gurabi Moxie mitnehmen können. Ausgezeichnet, eure Gewöhnlichkeit. Jetzt, wo ihr wieder hier seid, um uns anzuführen, können wir das Moxie nutzen, um euer Reich weiter zu expandieren. Wie recht Sie haben, in den anderen Gebieten sollte es weitere Arten von Moxie geben. Erinnere mich später daran. Ach, und Kommandantin? Ja, mein Herr? Sie sind nicht zufällig einem gigantischen, muskulösen, aber etwas faul aussehenden Kerl, der sich selbst etwas zu ernst nimmt, begegnet, oder? Nein, mein Herr. Ich fürchte, das bin ich nicht. Senden Sie jedenfalls Sucher in das Gurabi-Gebiet und lassen Sie es auskundschaften. Er könnte in der Gegend sein. Mein letzter Besuch ist lange her. Darum weiß ich nicht, was uns erwarten wird. Wird unverzüglich gemacht, mein Herr. Während die Zirmen damit beschäftigt sind, sollte ich mein Territorium expandieren, um Platz für mein funkelnagelneues Reich zu erschaffen. Ich kann nur auf Gebiete expandieren, die horizontal oder vertikal mit meinem Territorium verbunden sind. Das Gebiet neben der Zirnkaserne sieht perfekt aus. Du kannst expandieren, indem du den Button Interagieren gedrückt hältst. Ja, ich bleib bei gespeichert für heute. Dass wir hier jetzt Schluss machen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Wenn ja, Abo und ein Like da lassen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.